So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Willkommen wieder zurück auf der Karte Bremen Nord. Und zwar heute mit der Nachtbuslinie N7. Genau, fehlte noch, ne? Ja, ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, da ist mir aber die Aufnahme abgeschmiert, wunderbar. Und ja, deswegen heute ein zweites Mal. Ist natürlich jetzt ein bisschen verspätet, das Update ist schon länger draußen. Mein Zuschauer Julian hat mir einen Repaint geschickt. Hier sehen wir es nochmal. Der Homberger bringt Wärme ins Haus, ja. Kleines, nettes Repaint für den Citaro. Und genau das, ja, habe ich heute mal ausgewählt. Vielen Dank fürs Zuschicken. Wir fahren heute mit der Variante OM457 HLA Euro 2 Void. Das heißt auf Deutsch, geiler Bus, geiler Sound. Und endlich mal wieder Euro 2, würde ich sagen. Guter alter Klassiker. Also ich freue mich drauf. So, Störung Außenbeleuchtung, sagt er immer. Das ist nichts Neues. So, und wir geben da mal ein, die Linie 007. So, dann die 2, okay. Dann müssen wir natürlich N7 auch draus machen. So, jetzt stimmt das. Die N7 Richtung Bahnhof Wegesack. Die fahren wir heute. Fahrplan sieht so aus. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem SEV von Bremen Nord. So, diese Linie ist leider fiktiv. Auch darüber werden wir noch sprechen, ob das nun ja so gut ist, hier fiktive Linien mitzuliefern oder nicht. Bei einem eigentlich ja realen Add-on. Müssen wir sehen. Jetzt holen wir erstmal die Zeit ein bisschen vor. Und dann gucken wir mal. Los geht das. Also Bus klingt wirklich 1A. Ja. Allererste Sahne. So, Start ist hier an der SEV. Pausenhaltestelle, Betriebshof Blumenthal. Also ich finde einfach mega geil. Den Bus werde ich auf jeden Fall nochmal privat ein bisschen häufiger fahren. Ist ja einfach nur Morphe Soundpack. Achso. Eggestädter Straße. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, bis 4 Uhr ist auf den Nachtlinien ein Zuschlag erforderlich. Genau. Besanstraße. Also, ein Nachtzuschlag ist erforderlich. Finde ich sehr interessant. Das macht den Nachtverkehr, Nachtbusverkehr, eigentlich relativ unattraktiv in meinen Augen. Schreibt mir gerne dazu eure Meinung, ja? Kennt ihr das auch? Dass es bei euch irgendwie einen Nachtzuschlag gibt, wenn ihr mit dem Bus fahrt? Was haltet ihr selber davon? Will hier gar keiner mit? Ich halte mal trotzdem an. Eigentlich wollte ich hier sonst immer jemand mit. An dieser Haltestelle. Blinker klingt auch sehr interessant. Genau. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch dieser Nachtzuschlag ist, aber... Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so kundenfreundlich, ne? Na gut, wenn keiner mit will, fahren wir halt weiter. So, kennen wir glaube ich auch schon vom SEV hier.
Ist jetzt nicht. Also es ist alles allgemein heute nicht so neu. Der SEV war damals auch schon fiktiv, lag aber daran, dass eben der KI-Bahnverkehr hier nicht funktioniert auf der Karte. Und bis dieses Problem behoben ist, fährt hier wohl der SEV halt, ne? Der dann eben fiktiv ist, aber irgendwie so die Bahnhöfe dieser Karte mitnimmt. Also die Variante des Busses steht nochmal in der Videobeschreibung drin. Fahrt ihr ruhig auf jeden Fall mit dem Morphe Soundpack. So, ich finde es natürlich immer ein bisschen komisch. Bremen Nord war dafür bekannt, reale Karte einerseits, das heißt reale Objekte und reale Linien. Und ich finde es irgendwo ein bisschen schade, dass man seiner eigenen Linie da nicht treu geblieben ist. Jetzt mit diesem Update. Man liefert einerseits eine fiktive Linie mit. Auf einer eigentlich realen Karte. Und was auch dazu kommt, man setzt im neuen Abschnitt einfach irgendwelche Spandauhäuser hin, die da gar nicht reinpassen. Man hatte auch im alten Abschnitt Spandauhäuser, ne? Das ist nur halt nicht so wirklich auffallend gewesen. Und da war es auf einmal jetzt bei dem neuen Abschnitt richtig auffällig. So, ne, da hast du dann irgendwelche spannende Apotheken gehabt. Fand ich jetzt nicht so schön. Das war halt so, was mir an dem Update nicht gefallen hat. An sich war es ja ein schönes Update. Ich finde es im Übrigen auch besser. Wenn man eine Nachtbuslinie mitliefert, vorher war es ja so, du hattest um 1 Uhr den letzten Bus. Den werden wir vielleicht noch sehen. Ne, den werden wir nicht sehen, weil vor uns ist schon der Kollege gefahren. Aber der Kollege, auf dem N7 da vor uns, der eine halbe Stunde eher vom Hof losgefahren ist, der sieht immer noch den letzten Kollegen hier. Wichtig ist auch, ihr müsst wieder, ne, vor 2011 einstellen. Alles, was nach 2011 ist, da fährt die Linie nicht. So, die N7 gab es da halt wirklich, ne, nur der Streckenverlauf war halt anders. Und es gab ja im Endeffekt keine Nachtbuslinie, die eben dem Tageslinienverlauf dieser mitgelieferten Linien entsprach, ne, und daher hat man jetzt eben diese fiktive Variante. Ist besser als nix. Moin. Also so sehe ich das zumindest. Schreibt mir auch gerne meine Kommentare rein. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung, keine Ahnung. Was haltet ihr von fiktiven Linien auf einer realen Karte? Und wie ich sagte, wir haben eben viele Bahnhöfe, die wir ansteuern. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, bis 4 Uhr ist auf den Nachtlinien ein Zuschlag erforderlich. Das läuft jetzt auch ganz oft durch hier. Besonders ärgerlich ist halt, dass mir die Aufnahme kurz vor Ende beim letzten Mal abgeschmiert ist. Also ich bin eigentlich die ganze Tour schon gefahren. Aber mit dem Bus fahre ich immer wieder gerne. Performance ist auch super, ist ja wenig los. Keine Ahnung, entweder habt ihr keinen guten Rechner oder habt ihr irgendwelche scheiß Einstellungen drin, ne? Ansonsten schafft man auf Bremen Nord auch eine ordentliche Performance. Mahlzeit. Der Excel lässt grüßen an dieser Stelle. Ja, also das wollte ich nochmal sagen. Fiktive Linie halt, die sich neben diesen ganzen realen Tageslinien hier einordnet. Bahnhof Klinikum Bremen Nord. Wie gesagt, hätten wir diese Linie nicht, ja, dann hätten wir eben keinen Nachtbusverkehr. So, und das wäre halt auch irgendwie ein bisschen schade gewesen.
Und daher ist es ganz gut, dass man jetzt wenigstens diese fiktive Linie hat. Das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist schon mal besser als nichts. Was mich auch nochmal interessieren würde, mal an die Leute, die ja sich in Bremen Nord auskennen, vielleicht schon mal da waren und es wissen. Es ist ja oft so, dass Ampeln über Nacht ausgeschaltet werden, weil, so wie hier gerade, nicht so viel los ist. Das ist meine Frage, ist das in Bremen Nord auch so? Es sind alle Ampeln hier im Omsi-Add-on an über Nacht. Und das ist übrigens auch bei allen anderen Add-ons so, außer bei Berlin X10. Das finde ich bei X10 richtig geil. Dann natürlich eher im Umland, also sprich Teltow und so weiter. Das ist richtig geil gemacht, dass da die Ampeln einfach aus sind nachts. Das heißt, da ist es dann auch mal lustig, eine Nachtbuslinie zu fahren. Und vor allem auch realistisch. Du hast ja zum Beispiel auch in Berlin diese 22 bis 6 Uhr 30er-Zonen, ne? Die hat man auch realistisch zum Beispiel umgesetzt, so. Und da hast du natürlich auch ein ganz komplett realistisches Feeling dann, wenn du die Nachtbuslinien fährst. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier auch so ist, dass da die Ampeln aus sind. Wenn ja, wäre es natürlich scheiße. Ich könnte es mir natürlich sehr gut vorstellen, weil in Bremen Nord nicht so viel los ist. Ja, auch Omnivigation funktioniert momentan nicht. Deswegen fahren wir mit den klassischen Hilfsweilen. Hier zum Beispiel diese Ampel, ne? Bei Rot hier halten. Dieser Hinweis ist tatsächlich für einige Verkehrsteilnehmer sehr, sehr wichtig. Einige wissen echt nicht, dass du dann welche Einmündungen freizuhalten hast. Die stellen sich dann wirklich dann hier vorne hin. Ja, ich muss ich doch an der Haltelinie anhalten. Ist aber auch dämlich, hier vorne eine Haltelinie hinzusetzen. Hätte man auch theoretisch da vor der Einmündung hinsetzen können. So, anstatt irgendwie so ein hässliches Schild da aufzustellen. So, wir machen mal ein bisschen Risiko hier. Spulen ein bisschen mehr vor. Klinikum Bremen Nord kennen wir auch vom SEV. Moin. Habt ihr auch schön den Nachtzuschlag bezahlt da hinten, ha? Löhstraße. So, guck mal, jetzt steht zum Beispiel gar nicht N7 dran. Das hätte man. Das sind so Kleinigkeiten. Ihr wisst, ich Mahlzeit. Ihr wisst, ich achte auf so Kleinigkeiten, ne? Da fehlt mir dann hier, dass man meinetwegen N7 mit dran schreibt, so. Auch wenn es fiktiv ist, na und? Blumenhorster Straße, Gewosi. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, bis 4 Uhr ist auf den Nachtlinien ein Zuschlag erforderlich. Genauso sieht das aus. Ah ja, ich fahre so einen Euro-2-Bus immer wieder mal gerne. Ist was für Busromantiker heute hier. Auf jeden Fall. Moin. Ach so, jetzt fällt mir gerade auf, ne? Manchmal könnte ich mich selber. Der blinkt natürlich so schnell, weil da was kaputt ist. Das hat er mir ja auch angezeigt, ne? Logisch. Das sollte eigentlich klar sein. Das habe ich aber auch bis vor nicht allzu langer Zeit auch nicht gewusst. Aber wenn er so schnell blinkt, dann ist irgendwas kaputt.
So, nach vorne fahren wir da ein bisschen komisch. Dann nehmen wir erst noch so eine Runde mit und dann fahren wir eigentlich erst Richtung Bahnhof Wegesack. Die nächste Ampel, das ist sogar nur so eine Bedarfsampel, selbst die ist an. Also hier glaube ich nicht, dass die auch in der Nacht aktiv ist. Naja. Moin. So, ihr seht, dieser Reparaturknopf, der bringt auch nichts. I. Am Gaswerk. Am Gaswerk. Ja, dann möchte ich noch was ankündigen heute. Und zwar wird es demnächst ja ein neues Format geben. Guck mal, hier fehlt zum Beispiel der dynamische Pfeil, dieser orangene, ne? Der fehlt. Und du denkst dir eigentlich so, ja komm, wir fahren noch Richtung Bahnhof Wegesack. Wäre natürlich nach rechts. Wir fahren aber erst geradeaus eine Runde und kommen dann hier wieder zurück. Das ist halt ein bisschen komisch. So, und zwar, ja, arbeite ich gerade an einem neuen Format für den Kanal. Das ist ein Format, was sehr aufwendig ist. Was eben, ja, viel Zeit in Anspruch nimmt, viel Arbeit tatsächlich im Vorfeld und auch dann in der Bearbeitung. Ich werde es so erstmal noch nicht verraten, ja, was es genau ist, aber eins möchte ich euch sagen, natürlich, wisst ihr, bin ich immer sehr kritisch mit allem. Und viele denken dann halt immer bloß so, ja komm, der haut doch immer bloß drauf, der will doch nur den Entwicklern irgendwie was Schlechtes. So, und ich, ja, hab das schon immer mal vorgehabt da, argumentativ. Das war aber ein bisschen später hinten, ne? Argumentativ und, ja, kritisch, aber nicht irgendwie böse, ne? Ja, über gewisse Sachen zu berichten. Und genau das möchte ich versuchen, mit dem neuen Format mal umzusetzen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Es hat auch nicht zwangsläufig was mit OMSI zu tun. Kann aber, ja. Also seid auf jeden Fall mal gespannt. Auf jeden Fall auch was mit Meinung, ja, mit meiner Meinung wird das was zu tun haben. Und die ist vielen ja immer sehr, sehr wichtig, das weiß ich ja auch von euch. Dass ihr erst so meinen kleinen Qualitätscheck von gewissen Produkten, Karten, Bussen, ne, Mods, den wollt ihr mal erst sehen so und dann entscheidet ihr so, ja komm, hole ich mir das jetzt oder nicht. Finde ich auch vernünftig, muss ich sagen, wenn ihr das so macht, weil gut, wenn es kostenlos ist, ist es eigentlich im Prinzip auch wurscht, aber bei manchen Sachen sollte man schon überlegen, ob es einem das Geld dann wert ist oder nicht. So, und viele YouTuber sagen das ja dann meistens nicht, ob es ihnen das Geld wert ist oder nicht. Genau. Ich war ganz entsetzt, dass hier nachts so ein Auto fährt in Bremen-Nord. Ja, ansonsten habe ich momentan auch wieder ein bisschen Content, den ich aufnehmen kann für euch. Freue ich mich auch drüber. Forum ist wieder aktiv, es geht wieder ein bisschen voran mit OMSI. So muss das sein.
Moin. Ja, hier Borgs Hold enden ja auch zahlreiche dieser 90er Tageslinien. Sprich, die ab dem neuen Szenario ab 2011. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, bis 4 Uhr ist auf den Nachtlinien ein Zuschlag erforderlich. Ja, das mit der Risikovariante und mal eine Minute vorzuspulen, das war auf jeden Fall nicht so gut. Wir haben ein bisschen Verspätung jetzt. Schon wieder eine Esso-Tanke. Hier wird nur zwischen Benzin und Super unterschieden. Was, Alter? Wo sind die denn noch unterwegs? Und natürlich verbleitem, aber das hatte ich ja schon mal angesprochen. Dass man hier einfach die Spandau-Tanken aus 89 genommen hat. Finde ich jetzt aber auch persönlich nicht ganz so schlimm. So, guck mal, hier ist zum Beispiel jetzt rechts ein Spandau-Haus. Das wäre mir jetzt so aber eigentlich gar nicht aufgefallen, ne? Und das ist halt bei dem neuen Update anders. Da hast du halt das richtig offensichtlich, da irgendwie so ein spannender Objekt oder viele tatsächlich auch. Oder guck mal, links auch wieder ein spannender Haus. Aber als ich hier am Tag lang gefahren bin, ist mir das auch so ja nicht aufgefallen. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn man mal ein Spandauhaus dazwischen hat. Absolut gar nicht. Aber so ganz offensichtlich an der Straße möchte ich es dann doch nicht haben. Dopheide. Oh, guck mal, hier ist es zu trinken. Das mit diesem, da stand ja eben Durst, Fragezeichen. Hat mich so ein bisschen an Cola Pizza erinnert, ne? Die fragen ja immer Hunger, Fragezeichen. Cola Pizza. Moin. Moin. Moin, danke. Also wir fahren, wie gesagt, zu dieser Kreuzung jetzt zurück und dann geht's dann irgendwie nochmal Richtung Bahnhof Wegesack. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel eine Apotheke. Das war dann ein reales Objekt. Ne? Das finde ich dann persönlich schön und nicht irgendwie die Sägefelder Apotheke aus Spandau oder so. Hier am Gorswerk mal wieder. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, bis 4 Uhr ist auf den Nachtlinien ein Zuschlag erforderlich. Kleine Durchsage vom Busfahrer, der Nachtzuschlag kann auch in Form von Booster bezahlt werden. So, geradeaus direkt nach Wegesack, okay. Dann wir fahren halt wieder jetzt zurück hier, ne? Dürfte euch jetzt bekannt vorkommen. Ja, Taxi sieht man nachts öfter, das stimmt. Vor allem jetzt hier Samstagnacht, natürlich. Genau, jetzt halten wir Bahnhof Aumont an. Wohin sind wir noch vorbeigefahren? Ich finde die Sounds mega. Von dem Bus. Mega. Nicht nur Motorsounds, auch Shepper-Sound. Alles, was dazu gehört. Wer macht denn hier so einen Stress? So, hier fahren wir durch. Warum? Weil wir wissen, dass der KI-Verkehr in Sachen Zug nicht funktioniert.
auf dieser Karte. Das heißt, es kommt auch keine Bahn. Der wurde vollständig ausgeschaltet. Ist natürlich ein blöder Bug, ne? Und ein peinlicher Bug, wenn man halt dann die Bahnübergänge noch anhat. Oder vergessen hat auszuschalten. Zumal die Schranken sogar oben geblieben sind, ne? Und soll ich euch was sagen? Das ist mir nämlich in der letzten Aufnahme, wo mir die Aufnahme abgeschmiert ist, dann zum Ende, da ist mir das auch passiert. Da hatte ich genau den gleichen Fehler. Also war jetzt nicht irgendwie Zufall gewesen. Moin. Moin, jawohl. So, und schon haben wir unsere Verspätung wieder rausgeholt. Wunderbar. So muss das doch sein. Ja, heute mal wieder eine kleine Nachtfahrt. Beim nächsten Mal, dann ist wahrscheinlich wieder mit Tageslicht. Ich hoffe, ihr könnt auch ordentlich was sehen. Wenn es irgendwie... Aber ich meine, der Himmel, guckt mal, das sind ja fast schon hier. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind, ne? Guckt euch mal den Himmel an hier. Heftig, oder? Ohne Grafikmod, wohlgemerkt. Ich werde so oft gefragt, hast du da irgendwie einen Grafikmod drin? Ich so, nee, habe ich nicht. Das ist alles so, wie das... Wie, ja, wie OMSI mitgeliefert wird. Das ist alles noch so auf 2011. Mahlzeit. Oh, nee. So, den Abzuschlag, den musst du aber bitte in Booster bezahlen, ja? So, guck mal, der Ticketdrucker ist irgendwie auch komisch hier. Bitteschön. Ein Euro? Nee, da müssen wir ein bisschen was dazu kassieren, ne? Danke. Jo, hau rein, Digga. Nächstes Mal bringst du mir einen Booster mit. Oder ein Effekt. Würde ich auch nehmen. So. Weiter geht das. Ja, komischerweise wurden in der Hauptdatei manchmal hier nicht irgendwie die Haltestellen beim Ibis eingetragen. Und auch hier bei der Innenanzeige. Ne? Da fehlt das auch. Oha. 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 Jo, zieh durch das Ding. Wir fahren ja heute als Jan Böhmermann. Habt ihr gesehen, ne? Am Anfang der Folge. Da ist er, der Jan Böhmermann. Ich finde die Krankenwagen auch geil hier. Also die Feuerwehrautos sind schon verdammt gut. Aber die hat man, die Krankenwagen hat man auch richtig gut hinbekommen. Ja, was denn nu? Die Ampel spinnt, okay. Also es ist wirklich eine ganz schöne Linie. Fahrt ihr auf jeden Fall selber mal, wenn ihr das Add-on habt. Und das Update natürlich, weil ihr Steam installiert habt. Ganz wichtig. Falls ihr das Add-on noch nicht haben solltet, holt ihr euch das natürlich noch in der Videobeschreibung, ne? Ganz klar, ein bisschen verbilligt, ne?
Als Add-on ist auf jeden Fall zu empfehlen, das habe ich auch schon öfters gesagt. Und dann habt ihr alles gesehen von Bremen Nord. Ihr habt die Tageslinien gesehen, in der alten, in der neuen Version. Ihr habt die neue Linie gesehen, ihr habt SEV gesehen, ihr habt die Nachtlinie gesehen. Was wollt ihr noch haben? Also jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Bahnhof Fegesack. Viel mehr kann ich euch nicht bieten. Wenn ich euch nicht überzeugt habe vom Add-on, dann solltet ihr wahrscheinlich das Add-on auch nicht kaufen dann. In Richtung Hauptbahnhof bitte umsteigen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der letzte unbedingt weit ist zum Hauptbahnhof. Ich glaube aber schon. Weil ich nämlich damals viel zu faul war, hier nach Bremen Nord zu fahren. Vom Hauptbahnhof aus. Als ich da war, da war ich wirklich zu faul. Und wie gesagt, wenn es jetzt irgendwie nur 10 Minuten gewesen, dann hätte ich das wahrscheinlich ja auch gemacht, so, ne? Aber offensichtlich hat das, oder hätte das ein bisschen länger gedauert. Vom Hauptbahnhof nach Wegesack. Gut, mit dem Bus ist es natürlich jetzt auch hier ein Nachtbus, ne? Habt ihr ja gerade gehört. Soll man umsteigen. Das dauert dann natürlich auch ein bisschen länger als mit der Bahn. Die Bahn dürfte jetzt hier nachts nicht fahren. So, da fährt der Böhmermann ganz alleine. So, hier habe ich immer Probleme mit der Abrechnung. So, hier nicht, dann vielleicht da vorne. Das habe ich auch bei den Tageslinien immer. Ich weiß immer nicht, wo ich hier anhalten soll. So, hier, Feierabend. Hier ist Feierabend, alles klar. Ja, Zeiten haben wir eingehalten, so muss das sein. Und in 21 Minuten wird es weitergehen Richtung Betriebshof. Ist auch komisch, ne, dass du die lange Pause nicht am Betriebshof hast, sondern hier am Bahnhof Wegesack. Na gut, also ich glaube, so einsam und verlassen haben wir das hier alles noch nie gesehen. Schon ein bisschen gruselig. Möwen sind auch nicht da heute. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht hier, ne, auf der Karte Bremen Nord. Ja, ansonsten gönnt euch nochmal die anderen Videos von Bremen Nord, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht es gut, ciao, ciao.